Einer der wichtigsten Schritte hier bei der Fahrzeugreinigung ist die Felgenreinigung. Eure Felgen sind euch lieb und teuer und deswegen gibt es auch jede Menge Reiniger und ich habe heute für euch mal hier vier Reiniger im Direktvergleich. Fangen wir hier drüben an mit dem Tuga Grün von Tuga Chemie. Daneben steht hier der Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner, zwei sehr beliebte Felgenreiniger und wir haben heute auch mal ja, zwei etwas frische Marken hier am Start und deswegen noch hier von Angel Wax der Bilberry Wheel Cleaner und von Shiny Garage, der Monster Wheel Cleaner Plus und die werden wir uns jetzt mal hier im direkten Vergleich anschauen. Wir schauen uns hier das Reinigungsbild an, die Indikatorleistung, wir schauen uns das Sprühbild generell an, wie sind die Flaschen verarbeitet, sind alle wichtigen Bedienhinweise hier auf der Flasche aufgedruckt und am Ende gibt es auch noch ein kleines Fazit. Viel Spaß dabei. Und damit kommen wir hier zum ersten Kandidaten, dem Tuga Chemie Aluteufel Spezial hier in der grünen Version, Aktivgel, säurefrei und wir schauen direkt mal hier uns die Flasche etwas genauer an. Ein Liter ist drin, kostet so 12 bis 13 Euro im Schnitt. Ja, robuster Sprühkopf hier oben, noch eine schöne Sperre hier vorne, dass ihr euch hier nicht im Fahrzeug, falls ihr umfällt, hier irgendwie doch ja, auslösen kann und hier dann doch Felgenreiniger im Fahrzeug verteilt wird. Also auch hier habt ihr nochmal so eine Sperre, die löst ihr einfach, indem ihr die hier nach unten klappt und dann könnt ihr theoretisch schon damit arbeiten. So, dann schauen wir uns nochmal hier die Flasche an. Hier stehen alle wichtigen Hinweise drauf. Nochmal hier eine genaue ja, Gebrauchsanleitung, nicht auf heiße Flächen sprühen. Hier für was es alles geeignet ist, Bremsstaub, Öl, Gummirückstände und natürlich hier für Felgenschmutz. pH-neutral ist er und eine Einwirkzeit von 3 bis 5 Minuten. Und damit habe ich eigentlich hier die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Und damit können wir direkt jetzt hier an die Felge gehen. Ja, und schauen wir uns hier erstmal die Felge an. Hier sind jede Menge Verschmutzung drauf. Es ist eine typisch verschmutzte Felge. Es ist jetzt keine Felge, die schon seit hier 10 Jahren nie gereinigt wurde. Es ist eine ganz normale ja, Gebrauchsfelge und ihr seht überall Bremsstaub hier auch in den Ecken und Kanten. Und jetzt fangen wir direkt mal an. Hier die Sicherung gelöst und dann sprühe ich jetzt hier mal los. Und wir schauen uns erstmal hier die Breite des Sprühbilds an. Ich bin jetzt ungefähr da so 30 cm davon entfernt. Und da habt ihr ja so einen Aufprallbereich von ungefähr im Durchmesser so 15 cm. Ihr müsstet eigentlich noch ein Stück weiter zurückgehen, um hier ein bisschen mehr zu treffen. Aber ansonsten könnt ihr auch jetzt hier so in diesem Bereich arbeiten. Und damit habt ihr jetzt fast eigentlich schon alle Stellen erwischt. Ich mache es immer so, ich gehe immer in zwei Durchgänge. Das muss jeder so für sich selbst entscheiden, weil am Anfang ist es immer wichtig, nicht unnötig jetzt hier viel auftragen, sondern erstmal versuchen, alles gut wie möglich zu treffen und dann vielleicht nochmal in der Nacharbeit nochmal drüber zu gehen. Und wir sehen auch hier nach, ja, was waren das jetzt, 10 Sekunden setzt ihr auch schon die Indikatorleistung ein. Ihr seht, es färbt sich schon richtig tiefrot hier im unteren Bereich, löst sich schon schön an. Ja, auch in dem Bereich, auch hier oben, ich gehe mal mit dem Handschuh drüber. Ihr seht schon hier tiefrot, rot-schwarz färbt sich das Ganze ein. Hier der Schmutz geht schon runter. Hier drüben läuft das schon von der Felge runter. Wir lassen es jetzt hier mal ja, zwischen 3 bis 5 Minuten. Machen wir einfach mal 4 Minuten, nehmen wir die Mitte und dann schauen wir uns hier das Ergebnis an. Es sind jetzt hier 3 Minuten vergangen und ihr seht ganz deutlich, jetzt hat sich hier schon der Indikator überall rot eingefärbt, läuft schon runter, der Schmutz wird wunderbar angelöst, auch hier in dem Bereich. Und ganz wichtig, nochmal der Hinweis, niemals hier auf ja, heißen oder beziehungsweise so in der grellen Sonne anwenden, da trocknet nämlich diese ganze, ja, diese Verbindung zwischen Schmutz und Indikator und Reiniger dann hier auch an und das kann dann doch zu Flecken führen und da müsst ihr doch stärker nacharbeiten. Ansonsten könnt ihr auch hier im unteren Bereich schon deutlich erkennen, wie hier der Indikator ja, diese Schmutzpartikel anzeigt und der Reiniger hier den Schmutz gut anlöst. Und ich würde sagen, jetzt sprühen wir mal hier das Ganze mit dem Kärcher ab. Schauen wir uns mal hier das Ergebnis an und ich bin echt ja, verblüfft und ich denke mal hier auch, das sieht richtig gut aus, vor allem hier die Front. Auch hier in diesen kleinen Zwischenräumen ist kein Schmutz mehr drauf, auch hier in diesem kleinen Zwischenraum hier im unteren Bereich sind noch so die kleinen ja, letzten Partikel, aber das ist hier schon richtig hartnäckig. Ich glaube, das geht schon in die Richtung Teer. Ansonsten auch hier, doch, das ist auf jeden Fall kein normaler Bremsstaub, das geht nicht ohne weiteres runter, auch hier in dem Bereich. Aber ansonsten hier, Thema Bremsstaub ist komplett von der Felge runter, soweit man hier das alles erreichen konnte. Ins Tiefbett bin ich natürlich jetzt nicht hier vorgedrungen und habe jetzt hier das ganze Tiefbett eingesprüht. Es ging jetzt hier eigentlich nur um diese kleinen Speichen und Zwischenräume und da hat der Tuga Grün eine sehr gute Arbeit geleistet und es gefällt mir ein gutes Ergebnis. Was sagt ihr? Schreibt eure Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Die, die von euch Tuga nutzen, wie seid ihr zufrieden? Das wäre interessant zu wissen. Und damit können wir eigentlich schon direkt zur nächsten Felge kommen.
Und damit kommen wir hier zum nächsten Kandidaten, der Kochchemie Reactive Wheel Cleaner. 750 Milliliter sind hier in der Flasche enthalten und kostet um die 15 Euro. Und wir schauen uns als erstes mal hier die Flasche und den Sprühkopf an. Es ist ein bisschen weicher hier, wenn ich mal ein bisschen auch drücke. Also das kann durchaus passieren, wenn euch die Flasche mal runterfällt, dass der durchaus mal ein bisschen abplatzen kann. Also der Kunststoff hier oben ist doch ein bisschen labiler als beim Tuga zum Beispiel. Hier oben habt ihr den kleinen Spraykopf und den könnt ihr auch drehen und ihr habt auch so eine integrierte Sperre drin. Ich gebe euch aber jetzt an der Stelle gleich noch einen Hinweis. Wenn ihr hier an dem Punkt seid, wo hier oben dieser Sprühkopf gesperrt ist und ihr drückt trotzdem mal hier drauf und öffnet dann hier vorne die Düse, dann spritzt euch immer schon ein bisschen Felgenreiniger hier raus. Und das, ja, so als kleiner Hinweis, jetzt kein riesen Negativpunkt, nur als Hinweis für euch hier. Nicht, dass ihr euch da schon irgendwie unnötig hier auf die Klamotten sprüht sozusagen. Also, ihr habt sie oben schon an der Stelle aktiviert. Schauen wir nochmal auf die Flasche drauf. Stehen auch alle wichtigen Hinweise hier auf Deutsch drauf. 1 bis 3 Minuten einwirken lassen. Auf eine abgekühlte Felge wieder ganz flächig einsprühen. Bei Bedarf natürlich, wie auch bei allen anderen Felgenreinigern, mit dem Schwamm oder einer Bürste dann nacharbeiten. Aber hier geht es ja heute nur um die reine Leistung hier des Felgenreinigers. Und deswegen heute ohne Bürsten und hier für alle Felgen, sind auch komplett unversiegelt. So, und damit kommen wir jetzt hier direkt zum Einsprühen hier vorne. Felgenreiniger aktiviert und dann schauen wir uns das hier mal an. Gehe ungefähr wieder so in einen Abstand von 30 bis 40 cm und schauen wir uns das erste Mal hier den Sprühbereich an. Und er ist ja sehr ähnlich zum Tuga. Ich gehe jetzt mal wirklich hier einmal außen rum und dann versuche ich hier nochmal die Speichen alle innen mitzunehmen. Das Ganze lassen wir jetzt hier 3 Minuten lang einwirken. Es steht ja 1 bis 3 auf der Flasche drauf. Geben wir mal hier dem Kochchemie die 3 Minuten und dann schauen wir uns mal hier die Reinigungsleistung an. Und ihr seht auch hier genauso wie beim Tuga Grün, setzt auch hier sehr schnell der Wirkindikator ein. Die ganze Felge färbt sich schon hier violett ein. Hier die ganzen schmutzigen Stellen werden schon euch deutlich gemacht. Der Schmutz sammelt sich schon hier im unteren Bereich dann langsam an. Hier unten färbt sich richtig dunkel ein. Lassen wir jetzt noch die restliche Zeit einwirken und dann schauen wir uns mal hier das Ergebnis an. Auch hier der Reactive Wheel Cleaner von Kochchemie konnte jetzt hier seine 3 Minuten lang einwirken. Schön Indikatorleistung erstmal. Und jetzt schauen wir uns hier die Reinigungsleistung an und sprühen es hier mit dem Hochdruckreiniger ab. Ja, und ihr seht es selbst hier allein nur von der Reinigungsleistung. Ohne mechanische Hilfe hat der Reactive Wheel Cleaner doch auch hier ein sehr gutes Bild hinterlassen. Ich gehe mal hier auf die Fläche drauf und mache einfach mal hier so ein bisschen den Handschuhtest. Und ihr seht, ja, minimaler Staub, das ist noch hier das Wasser, was zusammenläuft. Ansonsten ist die Felge gut sauber geworden hier in dem Bereich, das teste ich jetzt nochmal nach. Das geht nicht ohne weiteres weg. Das wird auch kein Bremsstaub sein. Das wird schon auch in die Richtung Teerrest gehen, also hier oben in dem Bereich. Aber ansonsten hier, diese ganze Felge sieht eigentlich richtig gut aus und auch hier in dem unteren Bereich, auch wieder wie vorhin, auch diese kleinen Teerspritzer. Aber der Bremsstaub ist richtig gut weggegangen, auch hier in diesen kleinen Zwischenräumen. Sieht gut aus, erstmal nur rein von der alleinigen Reinigungsleistung muss sich der Reactive Wheel Cleaner hier auf keinen Fall verstecken. Und damit kommen wir schon zum dritten Kandidaten. Und damit kommen wir hier zu Kandidat Nummer 3 von Angel Wax, der Bilberry Wheel Cleaner. Schauen wir uns als allererstes mal hier die Flasche an. 500 Milliliter habt ihr hier drin. Hier habt ihr an der Seite auch so eine kleine Skala, so ein kleines nettes Gimmick. Da könnt ihr immer schauen, wie viel habt ihr am Ende verbraucht. Dieser kleine Sprühkopf hier fühlt sich am Anfang erstmal ziemlich robust an. Ihr habt auch hier so einen kleinen Hebel oder so einen kleinen Stift, den ihr hier umlegen könnt. Und damit könnt ihr das Ganze sperren oder entsperren. Also auch nochmal hier als kleine Sicherheit, damit euch das hier nicht vielleicht, wenn es im Auto umkippt, dann hier auslöst. Der Felgenreiniger Sprühkopf. Und ansonsten 15 Euro kostet hier diese Flasche. Und damit kommt ihr hier, wenn ihr das hochrechnet, auch 30 Euro pro Liter und schauen wir auch nochmal hier auf die Rückseite drauf. Alles hier in Englisch verfasst auf dieser Flasche. Es gibt auch keine Angaben hier, wie lange dieser Reiniger ja einwirken kann. Es steht zwar überall hier auf der Rückseite drauf, dass es absolut harmlos gegen Aluminiumoberflächen ist, auch gegen Kunststoffoberflächen, vor allen Dingen hier in diesem inneren Bereich. Diese kleinen Deckel sind ja öfters mal aus Kunststoff bei manchen Fahrzeugen oder Felgen und da gibt es auch keine Probleme laut Hersteller hier. Säurefrei. Und zusätzlicher Hinweis, hier steht auch nochmal Wax Safe. Das heißt, wenn ihr hier im Schwellerbereich oder hier oben im Rathaus doch Wachs aufgetragen
getragen habt und ihr sprüht aus Versehen mal hier in die Richtung, das soll auch keine Wachse mit anlösen. Auch nochmal hier so ein extra Hinweis. Gilt natürlich auch für versiegelte Felgen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel eine Felgenversiegelung drauf habt, egal welche, das soll auch nicht hier durch den Reiniger angegriffen werden. Und jetzt schauen wir uns als allererstes mal hier das Sprühbild an. Ich gehe wieder so zu diesem typischen Abstand, 30, 40 cm. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann arbeitet dieser Sprühkopf doch sehr zerstäubend. Also ihr habt hier auch eine geringe Menge, sehr fein verteilt. Und damit finde ich, ist am Anfang immer ein bisschen schwierig einzuschätzen für einen Anfänger oder wenn man hier mit diesem Sprühkopf oder dieser Flasche noch nicht gearbeitet hat, weiß man immer nicht so ganz, hat man jetzt genug aufgesprüht, aber wir probieren es einfach mal aus. Durch diesen Nebel habt ihr den Vorteil, dass sich das schön verteilt. Auch hier fliegt das so ein bisschen in die kleinen Ecken und Kanten rein. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das reicht jetzt erstmal hier zum Einsprühen. Es läuft auch überall hier was runter. Und damit warten wir jetzt einfach mal. Ja, es steht ja leider nichts hier auf der Flasche drauf, aber warten wir jetzt einfach mal so 4 Minuten. Und dann schauen wir uns hier mal das Reinigungsergebnis an. Zur Indikatorleistung. Also da haben wir bei den beiden Vorgängern schon wesentlich mehr gesehen. Ich würde mal sagen, hier ist kein Indikator enthalten. Es färbt sich hier nichts gravierend ein. Und dann warten wir jetzt hier noch die Einwirkzeit ab und dann sprühen wir die Felge ab. Dann schauen wir uns jetzt hier nach 4 Minuten mal das Ergebnis an. Ja, Indikatorleistung, habe ich ja schon gesagt, gibt es keinen. Und ihr seht ja auch keinen, deutlich zu sehen, nichts enthalten. Und ich bin jetzt echt gespannt, weil man kann dadurch echt schwer einschätzen, wie gut war denn jetzt hier die Reinigungsleistung, beziehungsweise wie viel Schmutz ist denn noch drauf gewesen, beziehungsweise wo war denn überhaupt hier der größte Schmutz? Und das ist so immer so das Negative, was ich ein bisschen bemängeln muss bei so Reinigern ohne Indikatorleistung. Lässt sich immer schwer hier für den Anwender nachvollziehen, wo dann doch hier die schmutzigen Stellen sind oder wo vielleicht nochmal ein zweites Mal drüber gegangen werden muss. So, und an der Stelle gehen wir jetzt einfach mal mit dem Hochdruckreiniger drüber und wir sind gespannt. Und dann schauen wir uns mal hier das Ergebnis an. Auch bei der Felge wieder hier auch im unteren Bereich gut zu sehen. Diese Teerflecken, die gehen natürlich jetzt hier nicht mit dem Felgenreiniger weg. Deswegen möchte ich es an der Stelle nochmal erwähnen. Und trotzdem hier schauen wir uns mal die Flächen an. Erstmal hier vorn. Nach dieser feinste Staub, der hier noch drauf ist, wie bei den anderen auch. Noch minimal, aber am Handschuh schon nichts mehr sichtbar. Auch hier in diesen Zwischenräumen nichts drauf. Sieht gut aus. Ansonsten macht die Felge eigentlich einen sehr vernünftigen Eindruck jetzt nach einem Durchgang. Und ich gebe jetzt auch nochmal den Hinweis, wir haben ja hier einen Preis von 15 Euro ungefähr für einen halben Liter. Aber ich muss sagen, ich verbrauche auch deutlich weniger. Ich halte euch hier nochmal die Flasche ins Bild und ihr seht, also wenn ich jetzt nicht wüsste, wie viel hier vorher drin war, würde ich sagen, ich habe die Flasche noch nicht mal angebrochen. Also verbrauchsmäßig finde ich das hier top. Aber natürlich doppelter Preis. Muss man wieder mal schauen oder vielleicht nochmal einen gezielteren Test hier machen, ob man schaut, wie viel Verbrauch habe ich beim Tuga und wie viel habe ich hier zum Beispiel beim Angel Wax mit diesen kleinen Sprühköpfen. Und da erstmal jetzt zum Reinigungsbild finde ich durchaus positiv. Ihr könnt wie immer eure Meinung auch unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist auch immer so ein bisschen Ansichtssache, aber ich habe jetzt hier vorher den direkten Vergleich. Und da muss ich Angel Wax hier mit diesem geringen Verbrauch auf jeden Fall nicht verstecken hier vor der Konkurrenz. Kommen wir hier zum vierten Kandidaten und das ist so ein kleiner Exot hier von Shiny Garage, der Monster Wheel Cleaner Plus. Kommt hier in der 1-Liter Flasche, kostet so circa 13, 14 Euro. Schauen wir uns das allererstes mal hier oben den Sprühkopf an. Sehr robust. Ich kann auch hier mal ein bisschen drücken und biegen, wie ich das auch bei der Kochchemie Flasche zum Beispiel gemacht habe. Auch hier gibt es keine Probleme. Sprühkopf gut zu erreichen. Und hier habt ihr noch den kleinen Vorteil, dass ihr vorne an dieser Düse einstellen könnt, ob ihr einen gezielten Strahl haben wollt. Vielleicht habt ihr so Punkte an der Felge, wo ihr ein bisschen gezielter sprühen müsst. Oder ihr könnt natürlich auch auf den ganz normalen verteilten Spray stellen. Und das ist auch schon so ein kleiner Vorteil. Schauen wir uns mal hier die Rückseite an. Und Shiny Garage ist ja eine polnische Marke, deswegen habt ihr hier auf der Rückseite alles in Polnisch gehalten. Ihr könnt aber hier drüben an dieser kleinen Ecke das Ganze aufziehen und habt das auch nochmal in Englisch und in Deutsch, nochmal alle Sicherheitshinweise. Das Ganze hier ist wie alle anderen Reiniger auch pH-neutral und hat auch einen Wirkindikator und das schauen wir uns jetzt mal direkt an. Und hier haben wir ungefähr eine Einwirkzeit vom Hersteller vorgegeben von 3 bis 5 Minuten und damit schauen wir uns jetzt auch mal hier den Monster Wheel Cleaner von Shiny Garage an. Nochmal der Hinweis für euch, ihr könnt diesen Kopf auch vollständig verriegeln, das heißt, ihr könnt auch hier diese Sperre einstellen und wenn ihr das Ganze dann hier öffnet, dann habt ihr erstmal hier diesen Spray und jetzt fangen wir direkt an. Ich gehe wieder unsere gewohnten 40 cm ungefähr hier zurück
und habt da einen sehr kräftigen Sprühstrahl, aber genauso ähnlich wie beim Angel Wax auch gut gestreut. Und das ist so ein Punkt, den habe ich auch schon beim Angel Wax so ein bisschen gelobt, weil dann fliegen hier die Reiniger auch in diese kleinen Ecken und Kanten. Und ihr seht schon hier in den Sekunden, in denen ich spreche, färbt sich das Ganze hier schon lila ein. Und ich habe hier wirklich nur diesen feinen Nebel gehabt. Ich gehe jetzt hier auch nochmal über die Mitte, aber ich würde mal sagen, ist das eigentlich fast auch nicht mal nötig. Ich hoffe, ich habe jetzt schon alle Stellen entdeckt, aber ich wurde hier schon vom Indikator unterbrochen. Und ich lasse es an der Stelle jetzt einfach mal. Und jetzt warten wir mal hier so die 3 bis 5 Minuten ab. Ich würde mal sagen, wir nehmen wieder die Mitte, nehmen wir 4 Minuten und dann schauen wir uns hier das Ergebnis an. Aber ihr seht schon, das färbt sich schon hier unheimlich, ja, blutrot ein. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Reinigungsbild bekommen. Der Monster Wheel Cleaner konnte jetzt hier seine 4 Minuten lang einwirken und jetzt sprühen wir das Ganze auch mal hier mit dem Hochdruckreiniger ab. Dann schauen wir uns mal hier das Ergebnis an. Das war jetzt auch für mich das erste Mal, dass ich hier mit diesem Felgenreiniger gearbeitet habe. Und ich schaue mir mal hier das Ergebnis an. Auch hier dieser ganz feine Staub, der jetzt hier noch drauf ist, wie bei der Konkurrenz auch. Aber ansonsten hier die Zwischenräume komplett sauber geworden. Auch hier selbst im Tiefbett sehe ich auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung, obwohl ich eigentlich nur diesen Stern hiervon eingesprüht habe. Auch hier in diesen kleinen Zwischenräumen sieht gut aus. Also Reinigungsleistung fand ich auf jeden Fall top. Schöner, kräftiger Indikator hier zu sehen, das war auch super. Und damit ja, gibt es auf jeden Fall auch hier für den Monster Wheel Cleaner auf jeden Fall grünes Licht von mir, weil ich bin erstmal auf den ersten Blick echt beeindruckt. Spielt ganz von hier mit in der Felgenreinigerliga. Und damit kommen wir hier schon zu meinem Fazit für diese 4 Felgenreiniger. Ich muss gleich am Anfang sagen, das sind 4 Felgenreiniger, die wirklich auf einem sehr hohen Niveau spielen. Wir haben hier schon deutliche Preisunterschiede. Diese 3 Reiniger hier ja im ähnlichen Preissegment. Der Angel Wax Wheel Cleaner mit 15 Euro für 500 Milliliter, wenn man das hochrechnet auf 30 Euro der Liter, ist natürlich erstmal ja, doppelt so teuer fast wie die Konkurrenz. Aber der Verbrauch ist hier wesentlich geringer als wie bei den anderen 3. Und deswegen muss man da vielleicht nochmal so einen kleinen Extra-Test machen. Deswegen möchte ich jetzt hier auf keinen Fall sagen, dass das hier einfach zu teuer ist, weil man muss den Verbrauch auf jeden Fall mit gegenrechnen. Von der Reinigungsleistung her haben wir alle 4 sehr, sehr gut gefallen und auch von der Indikatorleistung hier waren vor allen Dingen der Shiny Garage, der Kochchemie und der Tuga auch auf einem sehr hohen Niveau. Der Angel Wax hat leider keinen Wirkindikator. Ja, und lasst mir mal auch euren Favoriten unten in den Kommentaren da. Schreibt mir auch mal euren Lieblingsfelgenreiniger unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr schon einen von den 4 hier im Einsatz und könnt auch schon mal euer Fazit hier mit dazugeben. Und damit danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein. Lasst einen Daumen da, Video teilen, Abo da lassen und ciao.